Ich muss gerade mal löschen, Jungs. Ich habe ein paar Sachen verkauft, die von gestern. Ist er getroppt, der hier eigentlich? Ey, guck mal, ich habe einen Aspi, Jungs. Ich habe euch auch erzählt, ne? Die haben die Price Range nochmal angehoben. Ne, das ist das Krasse. Die haben die nochmal angehoben von den roten Karten. Wenn du jetzt guckst, ne? Ich hätte vielleicht sogar echt meinen Son noch behalten können. Hätte noch mehr Profit gemacht. Die haben es nochmal angehoben. Das sind solche Crackheads. Guck mal, 1,6. 1,199 geht aber nicht weg. Okay, aber trotzdem. Digga, die haben das nochmal angehoben. Ich habe meinen Aspi verkauft. Ich hätte ja noch einen Aspi gehabt, den habe ich ja nicht verkauft. Aber bei 62.000 konnte ich nicht mehr nein sagen. Hab ich gesagt, komm, für 62.000 hau ich den weg, Junge. Dann take it, man. Dann take den roten Aspi. Wie viel sind der Dings hier jetzt, der Wert der Rafinha? 62, I told you, Chat, verkauft den. Habe ich doch gesagt, verkauft den. Okay, haben wir noch zwei gute. Seltenes Elektrum und 50er habe ich noch. Dann gib mir mal jetzt was Gutes, EA, komm. Walk out! Torwart, scheiße. Oh! 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 Ich habe euch gesagt, immer die Duplikate mit abgeben. Guck mal, wird direkt Belum in Rafinha, Digga. Der ist noch 60k. Den habe ich auch gestern auch getestet. Hey, ich sag's euch, Chat. Immer die Duplikate abgeben und zwei seltene Spielerpack machen. Oh, not bad. Take it, man. 60k, ein guter Supersub für heute. Den nehme ich mit, den Supersub. Okay, gehen wir rein, Chat. Food Champions Week League. Wir sind wieder da. Es geht wieder los. Viele haben sich schon hier zu Rang 1 geklitscht. Ich sage so, ob ich das privat gemacht hätte, weiß ich gar nicht, ob ich geklitscht hätte. Vielleicht ein, zwei Spiele. Ich hätte niemals 20 Spiele oder so geklitscht. Ja. Weil da ist auch ein bisschen Risiko dabei, sag ich so. Wenn man so oft glitscht, dann sieht das EA auch. Der Glitch wurde jetzt eh behoben, das heißt, kann man eh nichts mehr machen. Jetzt gehe ich hier die ganzen Schwitzer ab, während alle guten Spieler schon, ja, sich die Glitcher gegönnt haben und sich die anderen Glitcher haben schon durch, weil die, ach, keine Ahnung, ihr wisst schon. Gut, genug gequatscht. Wir gehen rein, das ist das Team für heute. Es ist nicht das heftigste Meta-Team, aber ihr wisst, ich gehe auch gerne mal hier ein bisschen auf Content, mal neue Spieler testen. Wir haben die alten Spieler, wie immer, gestern, ja, haben wir Mbappé schon ein bisschen getestet. Ich hoffe, der spielt heute noch ein bisschen besser als gestern. Wir haben Isaac drin. Einer der Kanallegenden, möchte ich sagen. Isaac. Ja, sieht nicht so schlecht aus. 4-5. Wovor ich ein bisschen Angst hätte, wäre vielleicht seine Beweglichkeit. Da müssen wir mal gucken, weil er groß und unbeweglich ist. So vom Ingame-Typ. Den haben wir jetzt so drin, bis zur Halbzeit oder so. Merino. Dann werde ich den auswechseln für wahrscheinlich Wijnaldum. Oder Allen. Ne, ich hole, glaube ich, sogar Allen rein. Allen tun wir dann rein für ihn. Der ist nur so für Verlinkungen da, sonst geht es nicht an. Und wir haben den guten Okocha. Den wurden mir auch schon vorgeschlagen. 5-Sterne-Skiller. Soll nicht so schlecht sein. Hab ein bisschen leicht überteuert gekauft. 270, 280 wäre ein besserer Preis gewesen. Aber da würde ich sagen, gehen wir rein. Okay, Rashford habe ich gesehen. Bruno Fernandes. Okay, let's go dann. Let's go, der. Willst du mich verarschen, Digga? What? Okay. Okay. Hä? Okay, dann gehen wir jetzt in das erste richtige Spiel. Premier League OP Team. Okay, schauen wir mal, ob wir jetzt spielen können oder. Ja. Chat. Isaac mit einem hervorragenden Tor. Wahnsinn, wie gut die Wikileaks hier läuft für mich. Boah, Pfosten, Mann. Ja, lucky. Na, disgusting, man, diese Formation. Die ist ja richtig gut. Guck mal, wie viel Platz ich hab. Ist ja crazy, guck mal, wie viel Platz ich hab. Holy shit, man. Uff. Okay, drittes Spiel. Ja. Ich glaube, 4-Triple-Tool werden wir jetzt erstmal weiter testen. Wir haben ja, ein Gladbacher Fan. Mit bisschen Serie A, bisschen Ligue 1. Ja, komm, let's go, man. Gut. Ja, die Finesse gehen noch, Chat. Die Finesse gehen doch noch, Chat. Ich habe nicht mal Queen getroffen, Chat. Das sind die Spots. Gehen wir rein, Chat. Nächstes Spiel. 3-0, so stabil bis jetzt. Okay, Chat. Jetzt haben wir eine Herausforderung. Mbappé und Neymar. Abseits. Boah, war kein Abseits? Oh mein Gott, habe ich richtig Glück. Phone, komm! Come on! Die gehen nicht mehr? Die gehen nicht mehr? Du musst die richtigen Spieler haben. Ich habe nicht mal grün getroffen. Komm on, Pietro.
Beende es. Ende. Let's go! Richtiges Super Sub reingemacht. Petro rein, direkt Tor. Jawohl. Okay. Premier League, sehr starke Gegner. Oh. Oh, hat er gut gemacht. Scheiße, hat er gut gemacht. Mann, hat er gut gemacht. Bunker doch, weiter, Bunker weiter. Ich kann finessen, auch ohne Time Finesse. Von da werde ich auch nicht mehr. Oh mein Gott. Digga, willst du mich verarschen, Hakimi? Ich wollte einen Ballrolle machen, er macht das. Nein, wenn ich jetzt verliere, ey. Wegen Hakimi. Digga, weil Hakimi keine Ballrolle macht. Weil Hakimi keine Ballrolle macht, sondern den Ball wegtretet. Ich wollte eine Ballrolle machen, Digga. Und er tritt den Ball ins Aus, ey. Wir gehen weiter. Nächster Gegner, komm. Benzema, Lars Ricken. Vinicius Junior in Form. Kimpembe, stark Kimpembe. So eine Maschine für den Preis. Also ist Kimpembe besser in Verteidigung, Preis-Leistung. Ja, come on, Mbappé. Come on, man. Ist das dein Ernst? Ist. Hey, Hakimi! Ich verkauf dich, du. Ich verkauf dich, Hakimi! Noch ein Fehler, ich verkauf dich, du. Was soll ich machen? Aus, aus. Das. Das an. Da habe ich Time Finish oder was? Guck dir diese Bälle an, ey. Ja, danke, Wartungskennix. Danke dir, Mann. Triff gelb und dann geht drüber oder was? Danke dir, Wartungskennix. Let's go, Isaac! Aber guter Tipp, Digga. Die Junge Vinicius kann das gar nicht. Digga! Mach ihn doch! Sein Vinicius macht sowas, aber im Papier nicht! Schwör, Hakimi, du bist so ein Losty! Nein! Warum passiert jetzt so viel Scheiße, Mann? Ey, ich schwör's, warum passiert so viel Scheiße, Mann? Real Talk Chat! Torres, wieder Vinicius, Junge. Ich triff dein Finish einfach nicht mehr, Mann. Nee, nein! Schau, du wirst schnappen dein Gesicht hier, ey! Rechtes Stick ist auch tot mit Spielerwechsel hier. Geil, Digga. Jawoll, Donnarumma! Let's go! Lucky, man. Ich sag euch so, das ist lucky, dass wir 2-0 führen. Hätte genauso 2-1 für den Gegner stehen können. Digga, was ein Team, Mann. Wieder ein Deutscher, ey. Na, ah, komm mal, Mbappé, geht doch, schöner Pass, let's go, Mann. Mbappé, geh, geh, Mbappé. Komm jetzt, einfach mitnehmen den Ball mal. Oh, Kotscha, schön von hinten rein, bam, Volley, let's go, schön. Komm, Mbappé, du machst das jetzt. Elfmeter, jawoll. Ey, was hast du mir angetan? Ey, ey, hier, Wartungskennix, was hast du mir angetan, Wartungskennix? Selbst wenn ich gelb treffe, geht das nicht mehr. Selbst wenn ich gelb treffe, mich irgendwie verarscht mit dieser Hilfe da. Ey, ich mach das weg, diese Hilfe. Du hast mich voll verarscht, Wartungskennix. Junge, selbst wenn ich gelb treffe, schießen die voll komisch jetzt, meine Spieler. Hä, was ist das, Chat? Nein, jetzt verliere ich das noch, guck mal. Na, ey, was hast du gemacht? Jetzt halt den Ball, halt den Ball. Junge, ich kann nicht mehr, Chat. Warum bin ich so gefickt bei dem Spiel, Mann? Digga, ich schwör's, du kannst nichts machen, Digga. Ich schwör's dir, ich konnte nichts machen, Digga. Wieso kann er sich so bewegen? Ist so krass. Wieso kann er sich so bewegen, Chat? Wieso kann er sich so bewegen, Digga? Was labert ihr denn?
Ja, steht doch nicht, sie werden gebannt. Was labert, übertreibt ihr denn? Guck mal, das steht da. Das steht hier. We reserve, to leave matches without suffering a loss. We are in the players that exploit this issue and will be following up with them directly. Was heißt denn das, mit dem following up with them directly? Steht doch nicht, also ist das gebannt oder was? Wo steht denn das? Und was heißt denn wer überhaupt? Einer, der einmal es genutzt hat oder 20 Mal genutzt hat? Die einmal gemacht haben, wieder hoffentlich, ja, werden nicht bestraft. Kann passieren, Digga. Ja. Aber die es mehr als 10 Mal gemacht haben, ja, ist halt dumm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann beenden wir das Thema, denke ich auch. Machen noch eine Teambewertung und dann können wir noch ein bisschen quatschen, dann ziehe ich aber durch, Chat. Teambewertung. Ja, schwierig, Chat, heute, ne? 5-3, ich bin ehrlich mit euch. Was soll ich euch erzählen? 5-3. Er hätte 7-1 stehen müssen. Ich will jetzt keinen Bartok Skanix hier im Chat angreifen, der mir diesen Trainer empfohlen hat und dadurch habe ich 300%ige vergeben und sogar den Elfmeter vergeben, ja, weil irgendwie, wenn du einen Trainer anhast und gelb triffst, ist wie rot treffen anscheinend, weil wenn ich gelb treffe, ist normalerweise besser, als wenn du gar nichts triffst, ja, damit Leute es verstehen, wenn du beim Elfmeterschießen gelb triffst, dann wird der Balken kleiner, das heißt, es ist besser, wenn du gelb triffst, als wenn du gar nicht Time Finish machst. Und der hat einfach so ist als rot gewertet die ganze Zeit bei mir, als wenn ich gelb getroffen habe, wenn ich Trainer aktiviert habe. Auch wahrscheinlich irgendein scheiß Bug von EA. Also ich sag euch so, Mbappé ist sehr, sehr krass, ist sehr, sehr gut. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich mit einer besten, wenn nicht der beste Goldspieler. Preis-Leistung schwierig für einen RTG-Spieler. Weiß ich nicht, ob ich euch eher empfehlen würde, breit so aufzustellen, als alles auf eine Karte zu setzen. Weil das Ding ist, ich glaube, diese eine Karte bringt nicht so viel, wenn du 1,6 Millionen verteilst auf dein Team. Trotzdem ist es eine sehr, sehr krasse Karte. Er bringt alles mit, was du zum Ölen brauchst. Nichtsdestotrotz bin ich vom Abschluss ein bisschen enttäuscht, bin ich ehrlich mit euch. Geht besser, sein Abschluss. Es hat so oft Aluminium getroffen, zu oft auf den Tod geschossen. Ansonsten ist es schon eine krasse Karte, Jungs. Aber wie gesagt, ich persönlich würde, glaube ich, wenn ich euch Tipp geben können, würde ich breit in das Team investieren, als auf eine Karte zu gehen. Isaac ist, ja, es war diesen. Ist nicht schlecht. Das ist wie so ein Harry Kane in leicht beweglicher, würde ich sagen. Ja, ein dünner Harry Kane ist das so ein bisschen. Finishing nicht schlecht, der 5-Sterne Weakfoot. Klar ist er halt nicht der beweglichste, aber es ist beweglicher als ein Harry Kane, als ein Suarez, ja. Also wenn du mit ihm klarkommst, kann er schon eine Maschine sein. Ist aber, ja, am Ende des Tages kein Mega-Öl. Er bewegt sich nicht wie ein Messi, nicht wie ein Neymar, ja, logischerweise, weil er halt so groß ist. Aber war okay, war nicht schlecht. Und er kriegt ja vielleicht noch ein, zwei Upgrades. Kann er noch ein bisschen besser werden, dauert zwar noch 2 Monate. Würde ich ihn für 140.000 kaufen? Wahrscheinlich schon, Digga. Sag ich so, wenn ich hätte ein La-Liga-Team, kann man sich das überlegen. Ist wahrscheinlich mit einer besten La-Liga-Stürmer momentan. Da gibt es ja eh nicht so viele gute Offensive. Not bad. Ich finde ihn nicht schlecht. Moreno, bin ich ehrlich mit euch, 950 Münzen für den Preis. Top, Digga. Wer kein Geld hat und nur einen Lückenfüller sucht, Top-Spieler, Jungs. Krasses Set, wenn ihr euch anguckt, was für Sets er hat. Digga, der Team war nicht schlecht. Er war natürlich jetzt kein Kanté, aber für den Preis, Digga. Preis-Leistung 1 plus mit Sternchen. Und Okocha war okay, man. War okay. Tripling, bisschen wie Messi. Ja. Der Rest, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, Jungs. Ich kann nicht sagen, wie sein Schießen war. War okay, Digga. Für 300k, für ein Icon, gebe ich auch ein okay, Jungs. Gebe ich ein okay. War jetzt wirklich nicht geistesgestört, aber wenn man überlegt, 300k für ein Icon. War der nicht schlecht, Jungs. Hat gute Runs gemacht, ja. Beweglich ist er auf jeden Fall, vergleiche das ein bisschen mit Messi, plus die 5 Sterne Skills. Ist nicht schlecht, ja. Wenn du so einen Lückenfühler suchst und kannst ihn nur mit einem Icon verbinden, das Team, finde ich nicht schlecht für den Preis. Ist okay.